Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 26.09.2023. Und man sieht ja kaum noch erkennen, dass das überhaupt ein Bulle sein soll. Ja, der guckt gerade mal so der Arsch noch. Der Arsch ist noch mal ein bisschen hochgekommen zum Abend hin. Ja, da kann man auch noch erkennen, aber mehr war da nicht mehr zu holen. Ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Ich habe die gestrige Analyse nicht erstellt. Es waren die Seminarteilnehmer. Guckt euch an, was sie da für einen Pfeil unten reingemalt haben. Naja, hätte man besser machen können, wa? Ja, ein bisschen Abweichung haben wir hier drin. 10 und guck doch mal, haben sie schön gemacht, oder? Dürfen sie sich alle mal auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe verstanden, worum es ging. Kann das jetzt ein bisschen anwenden, so soll es doch sein. Habt ihr fein gemacht. Gibt es auch nochmal ein Lob von ganz oben. Ja, ich versuche das dann jetzt mal fortzuführen. Ja, wir haben auf jeden Fall die Abwärtsbewegung noch fortgesetzt. Das ließ ja diese müde Bewegung hier unten ein bisschen erahnen. Wir hatten gesagt, wenn der DAX richtig schön nach oben treibt, können wir nochmal hier eine 6,35 erreichen. Ist aber wichtig, sollte sein, dass er nach 39 macht. Und nach 39 ist er wirklich sichtbar nach unten weggekippt. Er hat zwar kurz in die 39 noch nach oben angezockt, aber hat er wirklich glasklar gezeigt und auch direkt tagestief nachgeliefert, dass da keine Stabilität da ist, dass da kein Wille da ist, oben irgendwas zu verteidigen oder zu halten, der sich einfach nur nach unten fallen lassen, ja, wie so ein nasser Sack. Und spätestens dort sollte dann eben auch erkennbar gewesen sein, dass es hier weitergeht zur 360. Die haben erreicht, die haben abgearbeitet, das heißt, es gäbe es dann auch zu, ja. Gehen wir mal einen Tagesschart, das hatten ja auch die Seminarteilnehmer gemalt hier. 360. Und hier wird es jetzt interessant, denn wir hatten hier gesagt, der Tagesschluss ist schon nicht unter dem Pfeil, das heißt, der Trigger ist jetzt letztendlich nicht aktiviert. Wir hatten hier gesagt, wenn der DAX ein Fehlsignal hier unten stellen will, können wir hier kurz drunter stechen, unter dieses Gap, schnell zurückziehen, kontern. Da muss ich sagen, das sieht noch nicht so richtig schnell nach Kontern aus, aber der Tagesschluss ist nicht drunter, der hat seinen Arsch hochgekriegt. Man sieht ihn noch im Wasser schwimmen. Das Titelbild hat schon eine gewisse Bedeutung. Sollte der jetzt zum Dienstag, ich sag mal, seinen Tagesschluss wieder, ich bin jetzt zum Dienstag nicht positiv gestimmt, versteht das nicht falsch. Aber wenn er jetzt zum Dienstag die gleiche Nummer nochmal abzieht und hier bloß einmal nochmal kurz drunter sticht und wieder seinen Arsch da hochzieht und vielleicht einen Tagesschluss über die 450 stellt, dann kann man zum Mittwoch fast sagen, das war ein Fehlsignal, Fehlausbruch unter Doppelboden, volle Fahrt wieder zurück. Fehlausbruch Oberseite bauen. Und dafür müsste er dann an eine 97 zurück. Ja? Kann das gar nicht anders formulieren. Also, Dienstag ein bisschen aufpassen, der Montag hat sich deutlich wieder zurückgezogen. Das muss man zur Kenntnis nehmen, aber wir haben den Tagesschluss unterhalb des Doppelbodens. Ja, also auch wenn er hochgezogen hat, dolle war es nun auch nicht. Ja, also in meinen Augen reicht es nicht, dass der Montag jetzt schon dieses Fehlsignal stellt, dafür ist der Tagesschluss zu tief. Deswegen würde ich denken, der Dienstag rutscht nochmal runter, sieht auch im 2-Stunden-Chart ein bisschen danach aus. Ja, wie es kommt denn nochmal runter, wie es probiert hier vielleicht nochmal an dem Trigger ein bisschen rumzuspielen, ein bisschen da unten anzukratzen. Gucken wir uns den mal an, ja, also wenn der hier, dürfte sogar nochmal hoch bis 460, das wäre gar nicht verboten, der dürfte sogar bis 500 nochmal hoch, ja. So hier einmal oben ran, dann wieder runter, nochmal neues Tief probieren. Bin sehr gespannt, wie er den Dienstag baut, aber ich würde erstmal, solange wir hier im Abwärts drin sind, auch noch ein weiteres Tief mit einplanen, solange er nicht anfängt, die höheren Hochs rauszunehmen. Und dafür muss er ja hier über 55, 85 aus dem Abwärtstrend raus. In dem Fall können wir jetzt rausnehmen. Ja, der wird dann nicht mehr relevant. Das hätte nur Sinn gemacht, wenn er hier eine dreiwellige Bewegung dran, dann hätte er sich hier nochmal abstoßen können. Also, ja, er müsste jetzt hier wirklich oben ran an die 600, um den Trend zu kippen. Dann hier ein V stehen lassen als Fehlsignal. Als Zeichen für das Fehlsignal am Doppelboden, ein schönes V stellen, dann nochmal kurz einen Schwung zurückholen und oben raus und das wäre auch gut. Ja, aber glaube ich fast nicht. Ich glaube fast, der kippt uns nochmal, spätestens 594 kippt er uns nochmal weg, wahrscheinlich schon eher. Wahrscheinlich schon 460. Ja, also so rein von der Bewegung, hat man runter zur Dynamik, sind sehr schwach hochgekommen, würde fast denken, und wenn er hier noch einen Bogen macht, das wäre nicht schlimm, aber ich würde nochmal denken, wir kommen nochmal runter und schieben nochmal ein neues Tief nach. Und da kommt es drauf an, wie das Tief aussieht. Wenn das genauso aussieht wie das, was er am Montag gemacht hat, dann geht er tief durch. Dann geht er runter Richtung, ja, gut 2, also 2,80, ja. Ach, dann geht er weiter Richtung 2,10.
Ja, geht ja an die 200 ran, 16.200, 15.200. Und wenn die Bereiche dann auch nicht halten, dann stehen wir auch relativ schnell hier im Bereich von 15.150, 15.120. Das ist dann hier unten der Bereich, wo die Gaps sind. Ja, und wenn wir mal gucken, was die Seminarteilnehmer hier so an Erwartungshaltung hatten, wie tief der kann, ist auch eine 15.000 erreichbar, wenn der DAX sich nicht zügig hier oben am Doppelboden stabilisiert bekommt und hier auftritt. Ja, also Fahrplan klar. Noch Fragen? Ich würde sonst sagen, erstmal weitere Tiefs einplanen, genau hingucken, wie das neue Tief kommt, denn das ist gewissermaßen eine Vorlage für ein Fehlsignal, auch wenn es nicht, meiner Meinung nach noch nicht reicht. Aber wenn er jetzt auch zum Dienstag bloß hier drunter tippt und wieder nur hochzieht, dann schieben sie ihn zum Mittwoch hoch. Wieder zurück in die Range. Weg vom Doppelboden. Ja, und dann geht es hier bald wieder Richtung 700, Richtung 800. Ja, das ist es. Okay, also oben, wie gesagt, wenn er auch richtig kontern will, wenn er Stress macht, 460, 500 mal angucken, sind Umkehrmarkt nach unten. Sollte die überbieten, dann ist das 600 das Ziel, denn an der 600 wäre dann das V, dann wird es wieder positiv, aber das muss er auch dann erstmal machen. Also das würde ich jetzt so nicht, ja, wie soll man sagen, ich würde es jetzt von ihm nicht verlangen wollen. Ja, dafür war mir die Dynamik zu deutlich. Aber wenn er das macht, wenn er das macht, wenn er sich wirklich so stark hochgeschoben kriegt, dann wäre das ein starkes Signal. Und das müssen wir dann in die Analyse für den Mittwoch mit einbeziehen. Ja, also hier, ich würde ihm hier noch ein bisschen Platz geben für diese Umkehr. Und genau hingucken bei 500, 490, 460, so die Zone, die 40 Punkte da. Das wäre eine schöne Umkehr, aber darf auch direkt. Das ist so schwach gewesen jetzt hier. Also generell dürfte auch direkt nach unten weiter ein neues Tief nachlegen. Ja. Fahrtrichtung für mich schon abwärts, auch wenn ich ihm einen kleinen positiven Start noch gönnen möchte. Und er würde mich erst über 500 Richtung 600 animiert bekommen und über 600 wird es wieder positiver. Ja, Botschaft hoffe ich klar verstanden und angekommen. Ja, aber Fahrtrichtung schon eher abwärts. Gut, ich mache dann deswegen hier zu. Wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag und dann hören wir uns morgen wieder. Tschüss.